So, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Und zwar geht es nämlich heute um die JP Kalender App. Den Kalender habe ich ja in meinem letzten Video bereits behandelt und euch einmal durch die 12 Monate im Prinzip durchgeführt. Heute werden wir uns aber mit dieser App auseinandersetzen, die es halt entsprechend zum Kalender dazu gibt, beziehungsweise die man sich dafür herunterladen kann. Und wir werden jetzt einmal die App runterladen. Diese ist nur verfügbar über das letzte Kalendervideo vom JP. Im App Store ist diese App aktuell noch nicht verfügbar, also nicht zu finden, sondern wirklich nur über den direkten Link. Deswegen wundert euch nicht, wenn ihr das nicht im App Store findet. Geht auf das Kalendervideo und in der Videobeschreibung ist dann entsprechend der passende Link dazu. Dafür gehen wir jetzt in der YouTube-App einfach auf den JP Performance-Kanal, suchen uns das letzte Kalendervideo raus, und zwar genau hier. So, und gehen einmal in die Videobeschreibung, und hier sehen wir direkt die ersten beiden Links in der Videobeschreibung. Einmal die App für iOS und einmal die App für Android. Und wir gehen in dem Fall auf Android, das heißt in den Google Play Store, gehen hier auf Installieren, haben hier natürlich keine, wie sage ich jetzt, keine mobile Seite, was das angeht. Deswegen klicken wir jetzt einfach direkt auf Installieren. Ich muss jetzt einmal kurz mein Passwort hier eingeben. So. Wird auf deinem Gerät installiert, okay. So, wir können auch hier Rezension schreiben, da sind sogar schon Rezensionen drin. Aber ich würde sagen, wir starten jetzt direkt die App. So, die ist auch bereits hier. Jetzt fragt uns die App nach Zugriffen. Also die App braucht diverse Zugriffe, insgesamt 4 Stück. Einmal, um Fotos, Medien und andere Dateien zugreifen zu können, werden wir zulassen, weil ich denke mal, ohne wird die App halt nicht laufen. Fotos, Videos aufnehmen, zulassen, Kontakte zulassen und einmal den Kalender zulassen. So, jetzt sind wir in der App drin. Wir gucken einmal, was uns hier übers Menü erwartet. Wir haben einmal, ja, im Prinzip Home, Steig ein, Kontakt, Anleitung, Impressum und Einstellungen. So, Home war ja der Startbildschirm, Steig ein machen wir gleich. Wir gehen jetzt erstmal kurz auf die Einstellung, gucken, was wir dann machen können. Sprache einstellen, ist Englisch eingestellt, jedoch ist die App komplett auf Deutsch, so wie es aussieht. Deswegen gehen wir jetzt einfach zurück. Impressum, da steht halt die Kontaktdaten einfach nur drin. Kontakt, dann haben wir hier ein Kontaktformular. Jetzt gehen wir mal auf die Anleitung. So, was müssen wir hier im Endeffekt jetzt machen? Wir müssen ein Objekt finden, was gescannt werden kann. Das wäre halt im Prinzip dann der Januar. Denn wir können lediglich immer nur den aktuellen Monat ja im Prinzip uns ansehen. Beziehungsweise der Januar ist jetzt schon freigeschaltet, um halt schon mal vorab gucken zu können. Der Februar ist noch nicht freigeschaltet, der wird dann entsprechend am 1. Februar freigeschaltet. Und ja, deswegen gucken wir jetzt mal weiter. Finde ein Objekt, das gescannt werden kann halt. Dann wähle deine bevorzugte Sprache im Einstellungen-Menü und erlebe Augmented Reality. Ja gut, das stand jetzt Englisch, deswegen ist es jetzt einfach so. Um alle Funktionen benutzen zu können, erlaube bitte Kamerazugriff für Augmented Reality, den Speicherzugriff, um Inhalte zu speichern, Zugriff auf Kontakte, um Kontakte zu speichern, Zugriff auf Kalender, um Termine zu speichern. Verstanden. So, also im Prinzip klicken wir einfach nur auf Steig ein, scannen das Kalenderbild und können dann halt uns das ansehen, was uns dann halt im Prinzip dahinter geboten wird. Das werde ich in diesem Video jedoch nicht zeigen. Ich werde das jetzt separat aufnehmen, um eventuell Leuten, die das vielleicht noch gar nicht sehen wollen, die Überraschung nicht zu nehmen. Deswegen klickt im Prinzip jetzt hier gleich auf das nächste Video, wenn ihr es sehen möchtet. Und ich würde sagen,
Wir steigen mal ein. Der Download läuft. Wir fangen ein Video an. Wir haben zwei Wallpaper. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Gebt mir einen Daumen hoch, abonniert den Kanal und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.